So, es gibt wieder ein neues Video. Ja, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich bin der Marco aus Waldkirch und ich stricke ganz gern. Jo. Auf meinem Kanal findet ihr Tutorials, Podcasts, Produkttests, dies und jenes. Na, also da gibt es alles gemischt. Schaut einfach mal vorbei. Wenn ihr wieder da seid und schon länger dabei seid, freue ich mich, dass ihr wieder zuschaut. Und ich würde euch einfach mal gern berichten, was in der letzten Woche so passiert ist, strickliches. Kurz noch vorneweg, ich bin nicht rasiert. Deswegen bin ich auch gern dann ein bisschen bleicher. Wenn ich rasiert bin, dann geht's wieder. Und ich sage das nur, weil letztes Mal ein Kommentar war, dass ich ein bisschen bleich wirke. Aber das liegt einfach hier am Setting im Moment. Da kann ich es leider nicht ändern. Ich komme auch nicht so viel in die Sonne im Moment. Ja, naja. Passiert ist eigentlich nicht viel. So viel mal vorneweg, also Privates. 4-Tage-Woche kann man gut aushalten zum Arbeiten. Ich habe mich mit Freunden getroffen, ich war was trinken, also nichts Spannendes. Ja. Nee, nicht wirklich. Jetzt gucken wir, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Und zwar möchte ich beginnen mit dem hier. Das war ja mal, oder ist immer noch, eine Weihnachtssocke. Die haben wir im Dezember angeschlagen, 24. Dezember. Das war so ein Christmas Cast On, genau, im kleinen Kreis. Und zwar haben wir hier die Socke mit einem kleinen Colorwork-Teil, hier mit einem Musterrapport, der sich über den ganzen Fuß hier runterzieht. Die Fußsohle ist glatt gestrickt. Die Ferse ist verstärkt. Hier, das habe ich euch jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Ja, Wolle habe ich selber gefärbt, wie gesagt. Und ich habe hier tatsächlich, Leute, 80 Maschen pro Runde. Ja, das habe ich, glaube ich, bisher noch nicht erwähnt. Vielleicht ist jetzt verständlich, warum das einfach ein bisschen länger gedauert hat. Und warum zeige ich euch die schon wieder? Weil ich habe 2 davon und sie sind tatsächlich fertig. Ja, möchte ich mal betonen. Und die Fäden sind vernäht. Ja, also die sind tutti, kompletti, fertig. Die Anleitung findet ihr, glaube ich, auf Ravelry. Die heißt Converse Socks oder Fred and George Socks. Die sind aber Teil aus einem Buch. Wizardry Knitting heißt es, glaube ich. Gibt es als E-Book und als materielles Buch. Genau. Aber ihr könnt in meinen Ravelry-Projekten gucken. Da habe ich euch die Socken verlinkt. Auch die Anleitung, meine ich. Ich glaube es. Ich habe die eine Socke, mal gucken, die hier an Weihnachten angeschlagen. Ja? Die war ja dann relativ flugs auch fertig. Hab dann die zweite angeschlagen, gestrickt und habe mich hier an dem Musterrapport, also von den Reihenzahlen her, am zweiten orientiert. Also den zweiten habe ich nach dem ersten gestrickt, nach den Reihenzahlen, so rum. Bin dann etwas erschrocken, weil die Socke war ca. 2 bis 3 cm zu lang. Ohne Spitze schon. Ja. Also bis zum Spitzenbeginn. Ich dachte, was stimmt denn da nicht? Dann habe ich die auch mal so aneinander gehalten. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das einfängt. Nein, das tut sie nicht. Wartet. Geht es doch so. Wir haben ja langsam hier ein bisschen Übung. Dann seht ihr hier den Unterschied.
Jetzt noch mal ein bisschen näher. Ja. Die hier war von Weihnachten. Die war von jetzt. Man sieht ganz klar, hier habe ich viel fester gestrickt als hier. Ja. Deswegen sieht A das Muster oder die Farbe ein bisschen anders aus. Das hier ist jetzt nur ein Schatten. Also das, ja. Aber ich gucke, dass ich wieder so. deswegen war diese Socke dann wirklich so viel länger. Also habe ich wieder, ich glaube, 8 Reihen aufgemacht und dann die Spitze dran gestrickt. Jetzt sind sie, ich mache mal Spitze an Spitze. Sie sind gleich lang. Ja, also man kann das dann schon noch retten. Machen wir mal so. Doch. Ferse an Ferse, hier sind sie gleich lang. Spitze auch eigentlich gleich lang. Die eine sitzt jetzt halt nur ein bisschen lockerer als die andere. Ja, merke, Stricksocken nie mit einem großen Zeitabstand, wenn man nicht immer die gleiche Fadenspannung hat. Gut, ist repariert, gar kein Thema, aber es muss nicht sein. Wie ihr vielleicht noch wisst, also das war ein Finished Objekt. Ja, fertig. Tutti completi fertig. Bin Gott froh. Ich habe die Neko-Nadeln bekommen. Da habe ich euch auch ein Produktvideo dazu gemacht, dass ihr euch die mal besser angucken könnt, bevor ihr sie bestellt. Und ich habe Socken angeschlagen in dem Video mit einem 2,5er Nadelstrickspiel. War dann aber irgendwie nicht so glücklich. Habe dann wieder aufgemacht und dann habe ich mir mal ein Buch genommen. Ich habe so ein Sockenbuch von Top und habe mal geguckt nach Maschenproben, Nadelstärken. Und das, weil ich muss für meine Socken immer zwei Größen kleiner stricken, als ich habe, zum Beispiel. Ja. Also ich nehme zwar 64 Maschen, aber die Reihenanzahl variiert dann. Dann habe ich eine Maschenprobe gemacht und war mit 2,5er einfach zu groß. Deswegen musste ich mal kleinere Socken stricken. Ich hätte gern einen 2,25er probiert. Ich habe immer gedacht, ach komm, das macht nicht so viel aus. Ne? Entschuldigung. Aber es macht, glaube ich, einiges aus. Weil mit einem 2,0er Nadel- oder Strickspiel, wie ich es jetzt hier benutze, zeige ich euch gleich, war die Maschenprobe deutlich mehr an der Vorlage vom Buch. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, pass auf, ich habe Größe 41, dann kann ich die auch stricken nach Buchangaben und muss nicht rätseln, reicht die jetzt oder nicht. Ja. Ich persönlich gehe aber nicht nach Schuhgrößen, sondern ich messe den Fuß und gucke dann im Buch, welche Größe das hat, weil das variiert manchmal auch. Ja. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, beispielsweise 20 cm Füße, und hatte Schuhgröße 43, nur als Beispiel. Passt jetzt nicht, aber nur Beispiel. Für Größe 43 sind aber 25 cm Fußgröße ausgeschrieben. Ja? Also das passt manchmal nicht so. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich meine, es muss eine Standardgröße geben. Wenn ich in ein Schuhgeschäft gehe, da gibt es auch diese Fußmesser, wisst ihr, wo man den Fuß drauf stellt. Und dann stellt man vorne so einen Schieberegler ein, dann weiß man, welche Schuhgröße man hat und welche Zentimeter. Das muss doch standardisiert sein. Oder? Täusche ich mich? Keine Ahnung. Aber ich glaube, so ein Fußmesserteil wäre nicht schlecht. Gibt es sowas? Kann man das kaufen? Ich habe keine Ahnung. Müsste ich mal gucken. Das wäre nicht blöd. Oder einfach mal verschiedene Füße messen und gucken, kommt das etwa mit den Zentimeter hin vom Buch. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ich habe tatsächlich hier die Zweier Nadeln probieren. Ihr wisst, ich mag keine dünnen Nadeln. 2,5 ist für mich schon gruselig. Also eigentlich ist 3 auch schon gruselig. 2,5 ist schon, boah. Aber Zweier Nadeln. Boah. Nein, es funktioniert.
Es funktioniert tatsächlich. Ich merke beim Stricken jetzt keinen Unterschied zu 2,5 oder 2er Nadeln. Ja. Aber die Socken werden deutlich. Achtung! Fokus, zack, da haben wir es doch. Werden deutlich dichter. Ja, die sind nicht mehr so löchrig. Was heißt löchrig? Nicht mehr so. Wisst ihr, was ich meine? Man kann nicht mehr keine Zeitung mehr durchlesen. Ich stelle noch mal ein bisschen. So. Genau. Ich habe hier ein andersfarbiges Bündchen genommen. Das hatte ich noch, das war von Wolle Rödel. So ein grün meliertes Garn. Das gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Da habe ich noch einen Uraltbestand gehabt. Und das hier ist von Manufaktur Mamuna, von der Katharina, eine handgefärbte Wolle, ein Merino Single in Sockenwollstärke. Genau. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ich mache jetzt Bündchen, Ferse und Spitze in diesem Grün und den Rest eben in dieser Wolle. Und wie ihr seht, benutze ich das Strickspiel von Neko. Ich war zwischendurch ein bisschen skeptisch und habe dann auch nochmal auf ein Nadelspiel gewechselt. Beziehungsweise bevor ich die hier wieder angeschlagen habe, wollte einfach mal ein bisschen testen. Aber ich muss sagen, seit ich jetzt bei den Zweiernadeln bin, das sind jetzt die Zweier, da rutscht es bei mir deutlich besser hier über den Silikon-Ding. Ich weiß nicht warum. Es ist vorher auch schon gerutscht. Ja? Wenn ich die hier so, kann ich euch das zeigen, hier mit dem Daumen runterdrücke, kann ich hier die Nadel rausziehen. Hat man das gesehen? Ja, es ist im Moment ein bisschen schwierig. Also wenn ich das hier halte, kann ich draufdrücken, nehme die Nadel und wie ihr seht, kann ich jetzt hier einfach die rausziehen. Das funktioniert bei den dünnen Nadeln bei mir besser als bei den dickeren Nadeln. Hier habe ich mir einen Maschenmarkierer eingehangen, der ist auch von der Katharina. Ein kleiner Cowboyhut. Und so einen habe ich auch, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder. So. Und so einen habe ich auch im Auto liegen, in der, ne, vorne in der Windschutzscheibe. Genau, ich mag Cowboyhüte. Ja, ich hoffe. Also ich habe jetzt auch wieder 64 Maschen angeschlagen, aber halt mit einer Zweiernadelstärke. Und ich hoffe, dass mir die nachher passen. Ich bin schon mal reingeschlupft, also so gut es geht, weil ich kriege die Nadeln so nicht über die Ferse. Ich hoffe, ich baue kein Mist. Also man kann die trotzdem dehnen. Ja? Also da werde ich ja wohl meine Quadratlatschen durchkriegen, hoffe ich. Naja. Weil sonst waren die gestrickten Socken immer so ein bisschen locker. Ja. Vielleicht passen sie diesmal. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Das wird auch hoffentlich kein Jahr dauern. hoffe ich sehr. Achso, der Knäuel. Das ist übrigens der Knäuel, was mal ein Strang war. Merino Single, 100% Merino, Mulsing frei, Manufaktur Mamuna, die Katharina. Ja. Six-Bladed Knife heißt die Färbung, die ist aber schon ein bisschen was älter. Und ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aber schaut einfach mal vorbei, sie hat auch immer ganz tolle Sachen. Ja. Yep. So viel zu den Socken. Muss ich kurz was trinken? Jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ich habe euch zusammen mit dem Neko Strickspiel-Video auch ein Video über die Lücke-Nadeln hier endlich aufgenommen. Das muss ich noch bearbeiten und hochladen. Das werde ich jetzt vielleicht heute noch machen. Mal gucken, wie ich dazu komme. Und dann gibt es heute vielleicht sogar zwei Videos, beziehungsweise morgen. Mal gucken. Ist unterwegs. Endlich. Finally. Ja. So. Ich muss mal kurz ein bisschen eine Ordnung schaffen. Ja. Genau. Ihr erinnert euch vielleicht. Ach nee, mach erst hier weiter, oder?
Wollt ihr jetzt was Fertiges sehen oder was Angefangenes? Schlecht, ich kann euch jetzt nicht hören. Ich zeige euch was Fertiges. Wir hatten was Fertiges, was Angefangenes, jetzt machen wir wieder was Fertiges. Und zwar kennt ihr vielleicht noch diese Farben. Richtig, das war der Lionheart-Shawl. Der Knitlong wurde bisher noch nicht. Ich glaube, ich bin der Einzige, der da fertig gestrickt hat. Ein Teil hatte tatsächlich ein bisschen Schiss, wegen dem Colorwork-Teil. Ja. Aber ich bin fertig. Hallo? Sogar in einer angemessenen Zeit. Ja. Und zwar Fäden vernäht, gespannt, gebügelt. Also Fäden vernäht, nein, anders. Gewaschen, gespannt, Fäden vernäht, gebügelt. Tutti completi fertig. Hier ist das Monster. Wiegt insgesamt 345 Gramm. Ich habe es gerade eben abgewogen. Zeige ich mal kurz so ein Zwischenaufklappbild. Genau. Also wir sehen jetzt hier schon mal schön den Colorwork-Teil, den Lace-Teil, den Bobble-Teil. Und hier ist so das Ende, das bittere Ende. Vielleicht sehen wir es auch so noch mal ganz gut. Genau. Hier oben haben wir angefangen. Dann kommt ein Lace-Teil, dann kommt ein Colorwork-Teil, wieder ein Lace-Teil, wenn man von Lace sprechen kann bei der dicken Wolle. Hier dieser Bobble-Chart, dann wieder Lace, Colorwork, Lace, Bobble, Bobble, Ende, Gelände. Mal gucken, komme ich ein bisschen zurück noch? Ja, ein bisschen geht. Wir haben hier nämlich eine große Größe. Also das hier, hier ist etwa die Hälfte. Ja, hier geht's los. Also so. Dann nehmen wir es nochmal und ziehen es nochmal hier rüber. Und ihr seht, da kommt ganz gut was rum. Ja. Hier in der Mitte haben wir eben diese Naht, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Ich probiere es mal ein bisschen näher zu zeigen wieder. Gesicht weg und ach dann, zack. Ja. Also hier haben wir diese kleinen Lionhearts, ja, das sind ja kleine Herzchen, könnte man sagen. Ich habe mich auch erst später drauf gekommen. Ich habe gedacht, warum heißt der Lionheart? Ja, löwenfarbene Herzchen. Der Lace-Teil ist eigentlich komplett simpel. Habe ich da einen Fehler? Nee. Und die Spitzen vom Lace-Teil sind immer mit so einem Bobble hier wieder versehen. Diesen blauen Teil, das sind zwei Sätze, also eins und zwei. Den kann man jetzt so oft wiederholen, wie man möchte und so die Größe vom Tuch ein bisschen variieren. Ich zeige euch mal die andere Seite, die linke Seite. Ich habe nicht mehr verwoben. Ich hatte... Muss man nicht. Man muss nicht verweben. Ihr könnt euch da mal ein Video machen, wie ich das gemacht habe. Also verschiedene Wege. Ich habe ja, glaube ich, sämtliche Wege ausprobiert im Colorwork-Stricken jetzt. Ja. Aber ich sag euch, das Schlimmste an dem Tuch war nicht der Colorwork-Teil, sondern diese kleinen Scheißerchen. Die Bobble. Wenn ihr das Tuch machen wollt, und es ist, ich finde es wirklich schön, ihr müsst nur eben drei Farben finden, was halt jetzt, wie gesagt, nicht ganz so einfach ist, die ein bisschen harmonieren. Ich stelle mich mal wieder scharf, Achtung. Nein, erstmal kommt er ein bisschen näher. So. Wenn ihr das Tuch machen wollt, sucht euch eine Bobble-Anleitung, die für euch schnell zu machen ist, weil die hier,
hat keinen Spaß gemacht. Außerdem sind die Maschen überm Boppel und unterm Boppel, das kann man nicht mehr so gut erkennen, aber die sind so sehr ausgeleiert. Wenn man strickt die, wenn wir sagen, wie man Bobbel strickt, ist ja keine Anleitung vom Tuch, eine links, eine rechts nach hinten, eine, also immer die gleiche Masche, einmal links, einmal rechts hinten, einmal links, einmal rechts hinten, dann hat man, glaube ich, 4 Maschen und dann zieht man 2 oder 3 Maschen, keine Ahnung, über eine Masche drüber. Aber dieses links stricken, dann verschränkt, dann wieder links, dann verschränkt, Faden vor, Faden hinten, blablabla. Es gibt eine Version, meine ich, mit Umschlägen. Macht die, ja. Deutlich einfacher, ein Bobbel ist ein Bobbel. Mein Gott. Oder lasst sie weg. Gut, dann wäre dieser blaue Teil ein bisschen arg schnöde. Aber bin ich scharf? Natürlich bin ich scharf. So. Ich halte es mal so ein bisschen hinter mich. Also ihr seht hier, das hat schon eine gute Größe. Ja? Also hier Brust, Bauch und das geht noch bis hier runter, wenn man sich das so umschmeißt. Schön kuschelig. Ja, habe ich jetzt gerade nicht so passend hier. Aber schön gerade so für abends, wenn man draußen sitzt oder am Grillen oder es wird ein bisschen kühler. Kann man sich das einfach so ein bisschen umschmeißen. Vorne könnte jetzt ein bisschen rascheln. Also das funktioniert auch. So. Also ihr seht, bin ich noch. Man kommt schon gut damit hin. Ja. Also hat eine angenehme Länge. Hier ist die Taille bei mir jetzt. Also es geht. Ich empfehle euch nur dicke Wolle. Wenn ihr dünne Wolle nehmt, strickt ihr ewig an diesem Teil und es ist glatt rechts. Ja. Ich habe insgesamt 7 Knäule verbraucht. Jetzt blinkt mein Akku. Schlecht. So, ich bin wieder da. ja, ich habe die Zwischenzeit genutzt, um tatsächlich schon das Lücke-Video schnell zu bearbeiten und hochzuladen. Der Akku ist wieder voll, es kann weitergehen. Ich war, oder wir waren, beim Lionheart Shawl. Und ich habe euch gesagt, ich habe exakt 7 Knäuel Wolle gebraucht. Und das hier sind die Überreste. Ich hatte von jeder Farbe 3 Knäuel, vorsichtshalber. Das waren 50 Gramm Knäuel und vom Blau sind noch 21 Gramm übrig, also fast ein halbes. Vom Weißen sind noch 11 Gramm übrig, also das hat sich gelohnt. Und vom Ockerfarbenen sind tatsächlich noch 1,5 Knäuel übrig. Also 75 Gramm. Weil man braucht von dem Gelb überhaupt nicht viel. Das meiste, was man braucht, ist dieses Blau und natürlich das Weiß. Also überwiegend Weiß, dann Blau, dann Gelb. So. Ja. Jetzt habe ich halt noch 1,5 Knäuel von dem, ein bisschen was von dem. Naja, gucken wir mal, was wir damit machen. Die Wolle, Achtung Werbung, war von Wool Addicts, von Langjans, und zwar in der Qualität. In der Qualität. R bei Langjans, 50 Gramm, 125 Meter, made in Italy und wir haben hier in der Schaffstellen. Achtung, zack. So. Wir haben 84% Schurwolle, Merino extra fein und 16% Polyamid, filzfrei ausgerüstet. Jawohl. In der Farbe Ocker, Weiß und Türkis, Ozean, das weiß ich nicht mehr. Das Blau halt, es gibt nur ein Blau. Genau.
das war es jetzt, glaube ich, endgültig zu diesem Tuch. Ein Tragefoto muss ich irgendwann noch posten, aber es war jetzt einfach zu warm. Bei Mitte 20 bis 30 Grad. Nein, nicht wirklich. Ja, das hatten wir. Also wir hatten Socken, fertiges Tuch. Ich habe... Nein, anders. Ihr erinnert euch bestimmt, ich nehme mal eins ohne das Seil, an diese Geschichte. Diese, ne, von der Rachenwolle, wieder Werbung. Die Jackseide. Und da wollte ich ja verschiedene Dreiecke machen und die zusammen nähen. Da hatte ich schon eins fertig, ich hatte zwei fertig, ich hatte drei fertig. Drei hätten schon mal gereicht für einen Schal. Ja, ich war aber irgendwie nicht mehr so zufrieden. Außerdem hat es keinen Spaß gemacht, diese Dreiecke zu stricken, weil es einfach nur kraus rechts war. Ich habe ich auch schon dran gedacht, eine Nachricht bekommen, ich soll doch pro Farbe ein anderes Muster machen. Wollte ich aber nicht. Ich habe gedacht, es geht schnell, einfach kraus rechts, zack, zack, zack. Aber ich habe die Dicke des Garns unterschätzt. Gut, es ist Sockenwollstärke, aber nee. Ich habe was anderes gefunden. Die Yvonne von Verstrickte Pfoten hat in ihrem Video von der Caitlin Hunter, was ist denn hier los, den Terol Dego vorgestellt. Jetzt gucke ich mal. Was passiert hier? Was passiert? Moment. Was haben wir hier für eine Situation? Ich habe keine Ahnung. Warum geht das jetzt nicht mehr? Falsches Programm. Meine Fresse. So. Und zwar sieht die Anleitung so aus. Jo, kann man ganz gut erkennen. Ja, Terol Dego von Caitlin Hunter. Ich bin jetzt noch gerade am Überlegen, weil jetzt, wo ich das so sehe, bin ich etwas verwirrt. Weil, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Ich zeige euch gleich warum. Genau, wir haben hier den Start. Hoppla, das wollen wir nicht. Wir haben hier, beginnt man, dann kommt so eine Streifenfolge, dann kommt ein Lace-Tail, dann kommt wieder ein Streifen, dann kommt ein Colorwork-Teil und dann kommen ganz viele Streifen. Dann kommt wieder ein Lace-Teil und dann kommt hier irgendwann das bittere Ende. Genau. Habe ich einfach mal abgeändert. Man braucht für den Terol Dego hier drei Farben. Achtung. 1, 2, 3. So, jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, was kommt. Richtig. Ich habe umgeschlagen, ich habe auch angeschlagen, ich habe geribbelt, ich sage einfach mal, ich habe umgeschlagen, weil die Wolle war ja schon zum Teil verstrickt. War ja schon angestrickt in dem Sinn. Genau, hier habe ich meine Streifen, mein Colorwork, mein zweites Streifen und den Lace-Teil. Hier fängt man an, zack, 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 den Lace-Teil. Kann ich euch vielleicht noch ein bisschen spannen? Genau, also man kann es erahnen. Ja. So, sieht aus wie so kleine Häuschen. Die Streifen und der Colorwork-Teil hier vorne. Ich probiere es mal, euch hier ein bisschen schärfer zu stellen. Zack, so. Und zwar ist es so eine Blätterranke, die Streifen
Hier nochmal der Lace-Teil. Genau. Und es spiegelt sich auf dieser Seite. So. Was mir an dem Tuch, das Tuch finde ich schön, was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist der Rand. Der Rand, den finde ich fürchterlich. Den hätte man besser machen, schöner machen können oder eine Alternative anbieten. Ihr seht, der rollt sich ein. Das ist so gewünscht. Steht auch in der Anleitung. Es hat so einen Undone-Look, ja, also unfertig. Wenn ich das hier aufrolle, seht ihr da, da von den Streifen, da sieht man die Farben, da sieht man so vielleicht nochmal ich finde es nicht schön. An der Seite vielleicht. Naja, wie dem auch sei. Ich habe weitergemacht. Und ja, ich habe mir überlegen, ob ich es ribbeln soll, aber nein. Ich mache weiter. Ich finde die Farben schön. Und genau. Hier kommen jetzt noch mehr Streifen. Das sind noch mal circa so viel Wiederholungen. Also ab hier. Und dann kommt ein großer Teil mit dem Gelb. Das war dieser große Lace-Teil. Und dann kommt schon irgendwann das Ende. Und zwar dann wieder in dem dunklen Braun, wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe hier das Bild liegen, deswegen ich gucke gerade. Genau. Aber mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und deutlich besser als das hier. Also beides schön, ja, aber man wird ja anspruchsvoller, gell? Wie gesagt, mir gefällt es. Ich habe auch hier im Colorwork-Teil wieder nicht verwebt. Ich habe einfach gestrickt. Ja. Ich habe hier diesmal auch keine zwei, also eine Reihe zweimal gestrickt, sondern habe wieder immer, weil das sind die gleichen Anzahlen an Maschen etwa, habe dann halt beide auf einem Finger gehabt und immer die genommen, die ich gerade brauche. Oder wenn hier so ein größerer Abstand dazwischen war, hier, genau, unter der Rang, unter dem Stiel, sage ich mal, da ist viel Orange, eine Gelb-Orange, die habe ich, da habe ich das Gelb dann geworfen. Also ich habe mit links normal die orangene Wolle, rechte Maschen gestrickt und wenn eine linke, also eine gelbe Masche kam, dann habe ich da den Faden einfach im English-Style rumgeworfen und das funktioniert ganz gut. Das Maschenbild gefällt mir auch. Das könnt ihr jetzt so nicht sehen, aber müsst ihr mir glauben. ja. Jetzt bin ich eben gerade erschrocken, weil hier sollte man ja diesen Teil nochmal machen. Dann wäre das etwa so. Ja. Und bei ihr sieht es nach so viel aus. Das sieht es bei mir nicht. Und was habe ich gerade gemerkt? Hier ist ja eine Kante. Also ich stricke von hier. Hier ist eine Ecke, also da muss nochmal ein Teil von der Anleitung kommen und dann strickt man das. Also dann wird es doch noch größer, als ich jetzt gerade befürchtet habe. Gott sei Dank. Ja. Genau. Also da bin ich dran. Streifen stricken macht keinen Spaß. Das sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, werden das jetzt immer die zwei gleichen Streifen, aber seht ihr, einer ist dicker, einer ist dünner, werden die gleich dick. Wäre es einfacher, aber so muss man den Faden halt immer mitführen, wenn man nicht nach jedem Streifen abschneiden möchte. Also man muss sich überlegen, wie führe ich den am Rand hoch. Ja, und dann gibt es halt immer so kleine Spannfäden. Ja. Irgendwie ist das nicht so mein Rand. Nee. Das Tuch selber finde ich schön. Wenn ich es nochmal stricken würde, würde ich direkt einen anderen Rand wählen, glaube ich. Genau, also das werdet ihr jetzt wahrscheinlich demnächst öfter sehen. Nächstes Mal vielleicht schon nach der Hälfte, also nach dem Eck. Nach diesem Teil hier, hoffe ich. Nehmen. Ja. So sieht's aus. Irgendwas wollte ich noch sagen. Jetzt hat mich Nemo aus dem Konzept gebracht.
weiß es nicht mehr. Ah doch, genau, die Farben. Mir geht generell, jetzt kommen wir zum nicht strickigen Teil, wer nicht mehr zuhören will, darf gern wegschalten. Danke fürs Zuschauen. Wenn noch weiter Strickiges sehen möchte, bitte hier unten auf Abonnieren klicken. Vielleicht noch das Glöckchen, dann gibt es immer eine Info, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und über einen Daumen hoch oder einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. So, tschö. Der private Teil, beziehungsweise meine Meinung, ich muss immer wieder sagen, weil es geht mir dermaßen auf den Sack. Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber ich überlege jetzt gerade, wie ich das nett verpacke. Ihr merkt, dass von manchen vielleicht keine Videos mehr kommen oder weniger. Ja? Unter anderem auch von mir. Natürlich, wir sind umgezogen, wir hatten dies, wir hatten jenes. So. Bei mir ist jetzt aber so der Fall, ich spreche nur für mich, sonst für keinen. Ja? Bei mir ist der Fall, dass es mich langsam ankekst, dass man aufpassen muss, was man im Video sagt, wie man es ausdrückt, welche Farben man in die Kamera hält. Und da überlegt man sich zehnmal, mache ich das, mache ich es nicht, weil ich will ja das sagen, was ich möchte. Ja, ich lasse mir das von niemand vorschreiben, Achtung, so. Ich lasse mir das von niemand, bin jetzt wieder unscharf, naja. Ich lasse mir das von keinem vorschreiben. Ja. Es reicht schon, dass man Werbung einblenden muss. Wenn da nirgends Werbung steht, dann kommen gleich Kommentare. Muss man das nicht als Werbung kennzeichnen? Nack, nack, nack. Das ist schon mal Part 1. So, generell habe ich gerade vorher nochmal nachgelesen. Wenn man nicht bezahlt wird, was denke ich keiner von uns Podcastern wird, dass man irgendwas in die Kamera hält. Sei es jetzt, dass ich hier von Langjans Wohlerdicts in die Kamera halt. Sei es, dass ich von der Katharina, die mich mit Sicherheit nicht bezahlt, weil den Knäuel habe ich auch geschenkt bekommen von jemand ganz anderem. Dann muss man das nicht deklarieren. Ja, solange man kein Geld dafür bekommt, solange man nicht dafür angehalten wird, die Produkte für gut zu empfehlen oder zu verkaufen, obwohl sie es nicht sind, muss man es nicht als Werbung deklarieren. Das ist einfach so. Wenn ich meine persönliche Meinung dazu sage, ist es meine Meinung. Ich kann Werbung einblenden. Hat mit Transparenz anscheinend zu tun. Hat man vorher auch nicht gebraucht. Ich habe keine Ahnung. Ich drehe jetzt wahrscheinlich wieder eine Riesendiskussion los, aber es geht mir auf den Zeiger. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Wenn ich jetzt hier überall einen fetten Balken Werbesendung, Dauerwerbesendung einblenden muss, das, da kriege ich Black. Das hat mit dem, was es eigentlich mal war, nichts mehr zu tun. Ich sage nicht, kauft es oder es gibt nur dieses eine Produkt oder heb es in den Himmel. Nee, das werde ich bei Gott nicht tun. Ja? Wenn ich euch was zeige, dann mache ich das, weil es mir gefällt. Dann mache ich das, weil ich es mit euch teilen will. Ja? Auch wenn ich das in einem separaten Video mache, das hat damit nichts zu tun. Aber viele interessiert es nicht, die einfach den Podcast gucken möchten. So, die sind jetzt wieder gelackmeiert, weil jetzt geht es wieder um was anderes. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja? Das geht mir auf den Zeiger mit dieser Werbung. Wir müssen es nicht. Ganz einfach. Der nächste Punkt. Wenn ich aufpassen muss, was ich sag, dann macht es keinen Spaß. Ja? Mir ist bewusst, und das mache ich auch nicht, dass ich hier nicht alles erzählen kann, was ich will. Aber es geht um bestimmte Ausdrücke. Ja, ja, ich bin Mann, deswegen hört sich das jetzt gleich bescheuert wahrscheinlich an. Aber wenn ich dann höre, ja, aber Frau strickt und dies und das. Ja, wenn ich sage, Mann strickt, dann meine ich M-A-N und nicht den Mann, das sollte eigentlich klar sein. Solche Sachen. Wenn ich euch einen Weichspüler in die Kamera halte, dann mache ich das, weil ich finde, dass der gut riecht und nicht, weil ich euch dazu verführen will, einen Weichspüler zu kaufen und dann Kommentare lesen zu müssen, wie Weichspüler, Umweltverschmutzung. Ja, was soll man dann hier machen? Ich meine, das hier, Umweltverschmutzung. Ja? Wolle, da musste ein Schaf dafür geschoren werden. Meine Fresse. Schafe muss man scheren. Die würden ja kaputt gehen, wenn man sie nicht schert. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, ich. Oh. Die Sachen sind mir einfach zu anstrengend. Und
Das gleiche, yes, das Gott. Wir hatten Hintergrund, ich habe ein Bild gepostet im Dunklen von diesem Tuch. Dann kam ein Kommentar, wahrscheinlich war es auch im Spaß, ich hoffe, es war im Spaß. Ja, ich stehe nicht so auf Schwarz-Rot-Gold. Das reicht, so viel mehr müsst ihr nicht wissen. Und dann habe ich geschrieben, es ist braun, kein Schwarz. Ja, und da habe ich natürlich eine Steilvorlage gegeben. Ja? Und ich soll mich nochmal bitte politisch äußern. Und was weiß ich, ich habe gesagt, es sind Farben, nicht mehr, nicht weniger. Und ich werde einen Scheiß tun und ein politisches Statement hier irgendwo abgeben, egal was ich denke oder mache oder tue. Ja? Jeder sollte wissen, in welchen Kreisen, sag mal, ich mich bewege. Ja? Und es sind Farben. Ja? Wenn das mit irgendwelchen Parteien oder so verknüpft ist, dann tut mir das leid, wenn das in eurem Kopf so verankert ist, aber bei mir nicht. Ich habe braune Haare. Soll ich mir die jetzt schwarz färben oder blond oder weiß? Oder? Mein Gott. Also, ich gehe davon aus, im guten Glauben, es war Spaß. Ich habe seither nichts mehr gehört. Von dem her können vielleicht doch ein Ticken war oder ernsthafter in der Ernsthaftigkeit dran gewesen sein. Aber bitte. Ja, und wenn man es jetzt sieht, es hat nichts im Geringsten mit Schwarz-Rot-Gold zu tun. Wenn ihr jetzt noch die richtige Bildschirmeinstellung habt. Weil es ist ein Orange, es ist ein Gelb und es ist ein Braun, aber kein Schwarz. So. Was gehen wir noch auf den Keks? Ich möchte nicht in meinen Podcast am Anfang sagen müssen, ich mache Werbung, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Das habe ich vorhin schon gesagt. Es tut mir auch wahnsinnig leid für alle Podcaster, die das machen müssen, wollen, tun, wenn sie es nicht machen wollen. Ja? Weil es geht mir auf den Keks. Egal welchen Podcast ich gucke oder so, dann höre ich immer, ich mache Werbung, aber ich werde nicht dafür bezahlt. Nein, bei uns arbeitet, glaube ich, keiner bei einer Wollfirma, die sagt, nimm mal die Wolle mit hier, ne, vor die Kamera und halt die rein und sagt, wie toll die ist. Nein, macht keiner. Also ich kenne keinen, vielleicht gibt es jemanden, aber ich kenne keinen. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, solche Diskussionen gibt es auch nur bei uns. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber man wird sehr empfindlich, ja. Noch was ich loswerden muss, unbedingt. Genau, Männerfarben, Frauenfarben. Mein Gott, ich höre es immer wieder, ja. Wenn jemand sagt, eine Männerfarbe, dann geht man generell von gedeckteren Farben aus. Wenn ich sage, eine Frauenfarbe, dann geht man eher von Rot, Pink, von warmen Tönen aus. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, eine Frau muss Rot tragen, ein Mann muss Blau tragen. Nein. Ja, ich habe Blau wieder an, das passt wieder, aber ich habe auch Rot, Orange in einem Tuch. Ja, ich habe Ockergelb, mein Gott, ziehe ich auch an. Aber es hat dann jeder so eine gewisse Vorstellung. Das ist ja nur, um euch eine Richtung zu geben, um die Farbe zu beschreiben. Mein Gott. Könnt ihr so vielleicht verstehen, warum das manchmal dann einfach nicht mehr so viel Spaß macht? Ja, ich weiß noch am Anfang, als ich angefangen habe, da haben wir über Zeug geredet. Ja, ich traue mich schon gar nichts mehr zu erzählen, weil irgendein Shitstorm kommt oder keine Ahnung. Ja, und dann macht es keinen Spaß mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Podcasts schießen aus dem Boden wie keine Ahnung, Unkraut, sag ich jetzt mal. Was nichts mit der Qualität zu tun hat. Ja. Aber da gibt es so genug, wenn euch was nicht gefällt oder wenn irgendjemand was nicht gefällt, dann muss er sich halt was anderes suchen. Das ist einfach so. Es gibt genug Auswahl im Moment. Ja. Am Anfang gab es nur 1-2 Hände voll, aber mittlerweile ist für jeden irgendwo was dabei. Ja. Es gibt die veganen Stricker, sage ich mal. Es gibt die Dickwolle-Stricker, die Dünnwolle-Stricker. Es gibt die Buntstricker, es gibt die Graustricker, Strickerinnen. Ja, ich denke, es werden sämtliche Sparten abgedeckt und man muss nicht alles auf die Goldwaage legen. Ja, so, jetzt bin ich los.
Wer mir recht geben möchte, darf das gerne in die Kommentare schreiben. Wer mir nicht recht gibt und wer sich aufregt, darf gerne weiterschalten. Das war's jetzt für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt hier unten. Ich freue mich, wenn ihr abonnieren klickt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr kein Video, ich habe vorhin schon mal gesagt, verpassen wollt, dann klickt hier auf die Glocke. Irgendwo gibt es hier Glöckchen. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und ja, ich gehe jetzt stricken. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Tschüssi.